Aber wenn wir uns jetzt wirklich mit so einer ganzen Gang anlegen wollen, dann sollten wir uns vorher ein wenig heilen. Ja, das reicht doch erstmal. Und die sollten im Süden sein, also durch das Südtor hindurch und dann da in einer Gasse. Das heißt, wir müssen Gasse der gefährlichen Ecken. Das wird es dann wohl sein. Erledigt. Aber hier sind überall Halsabschneider. Ja, wir sollten bei Zeiten echt mal ein bisschen aufräumen. Das ist eine gute Übung für uns. Wir kriegen ein bisschen Kupferlänge. Oh, seid ihr das? Seid gegrüßt, Fremder. Sieht so aus, als wärst du jetzt im Gebiet der Dunkelgassenschlitzer. Sieht so aus, als hättest du einen Geldbeutel, dem ein wenig Erleichterung gut täte. Bete lieber, dass da genug drin ist. Ha, das sind aber jetzt nicht die, die wir haben sollten. Wir suchen ja die bellenden Hunde. Wir können versuchen, ihnen zu sagen, dass wir schon bezahlt haben. Das wird aber bestimmt nicht funktionieren. Denn Leute, die Schutzgeld erpressen, merken sich Gesichter ganz genau. Wir können sie zu einem Kampf provozieren, wir können fragen, wie viel sie wollen oder dass wir mit ihren Anführer sprechen wollen. Ja, versuchen wir mit dem Anführer zu sprechen. Vielleicht haben wir da irgendwelche guten Informationen, die wir bekommen können oder einen Auftrag von ihm vielleicht sogar. Mit dem verrotteten William? Ja, ich werde dich zu ihm hineinlassen, sobald ich einen Blick in deinen Geldbeutel geworfen habe. Na gut, wir haben eigentlich genug Kupferlänge. Wie viel verlangst du denn? Ist nicht so teuer, sagt er großmütig. Mit nur 10 Geldstücken kommst du hier durch. Ah, Geldstücken. Na gut, er meint auf jeden Fall die Kupferlänge und 10 Kupferlänge sind echt nicht viel wert. Dafür kommen wir hier unbeschadet durch und haben eventuell auch die Option, mit dem Anführer wirklich zu reden. Wenn wir alle seine Jungs kalt machen, wird er nicht mehr mit uns reden wollen. Also abgemacht. Er nimmt dein Geld, steckt's ein und sagt, und nun verschwinde. Dann verschwinden wir doch mal. Ha. Erledigt. Also die ganzen Grünen werden alle zu dieser Gang gehören. Mit denen wollen wir uns nicht anlegen. Sind aber jetzt die bellenden Hunde irgendwo hier drin? Das wird dann wohl der Anführer sein. Nee. Auf so wollen wir uns noch nicht einlassen. Was ist mit euch? Hey, Reisender. Du befindest dich jetzt im Klingenengel-Territorium. Sprich mit Crystal, unserer Anführerin. Sie hatte bestimmt was zu sagen. Das ist dann noch eine andere Gang. Ich bin weg. Ich denke, wir sind hier falsch. Erledigt. Schon gut. Aber diese andere Gang schien ein bisschen netter zu sein. Die hat uns hier einfach so mit ihrer Anführerin sprechen lassen, ohne dass wir gleich Schutzgeld zahlen mussten. Aber so oder so gehen wir erstmal hier weg. Erledigt. Und gucken an der anderen Ecke. Schon gut. Weil es ist unwahrscheinlich, dass da jetzt noch eine dritte Gang ist. So, hier war die Hütte mit dem Ehepaar, das uns angegriffen hat. Ich bin weg. Ist hier vielleicht irgendwo was? Oh, was bist du denn für einer? Erledigt. Du siehst eine große Gestalt mit einer weißen Mähne. Ihre Haut schimmert grünlich und auf ihrer Stirn prangen 2 Ziegenhörner. Sie trägt eine lange, fließende Robe und scheint dicht über dem Boden zu schweben. Zu schweben? Sei gegrüßt. Er dreht sein Gesicht zu dir und eine Reihe von Symbolen erscheint über seinen Kopf herum. Die Symbole sind von schwach glühendem Licht umrandet und schweben dort einfach in der Luft. Na gut. Versuchen wir mal ein Gespräch zu beginnen. Du stellst dem Davos verschiedene Fragen, um ein Gefühl für die Bilderrätsel zu bekommen, die über seinem Kopf erscheinen. Während der Unterhaltung ist er äußerst geduldig und gibt dir leicht zu lösende Bilderrätsel auf. Nach einigen Minuten hast du den Bogen raus. Es kommt dir vor, als hättest du das schon mal gemacht. Schön, also haben wir jetzt die Sprache von denen gelernt. Das ging ja schnell. Vielleicht kannst du mir ja helfen. Der Davos wartet. Wer bist du?
Der Davos neigt ein wenig sein Haupt und eine Reihe von Symbolen erscheint über seinem Kopf. Ich bin ein Davos. Ja, das ist deine Rasse, aber wer bist du? Was machst du da? Eine ganze Menge Symbole erscheint über dem Kopf des Davos. Ich widme mich meiner Pflicht. Oh, sehr gesprächig scheint er nicht zu sein. Aber seine Pflichten ernst zu nehmen, das ist ja soweit auch okay. Er scheint wohl für die Instandsetzung des Gebäudes hier zuständig zu sein. Na gut, das ist alles, was ich wissen wollte. Leb wohl. Der Davos verbeugt sich leicht. Symbole umschwirren seinen Kopf und dann wendet er sich ab. Na gut, aber wie es den Anschein hat, gibt es keinen weiteren südlichen Ausgang. Oh, außer den offensichtlichen, den wir übersehen haben. Also gehen wir mal hier durch. Oh, da ist noch so ein Davos. Die scheinen hier überall zu sein. Oh, da ist noch eine Schlepperin. Oh, und da sind jede Menge Schläger. Mischen wir den mal Schritt für Schritt auf. Als du dich näherst, geht der Mann einen Schritt zurück. Lass mich, ich habe dir nichts getan. Warum verfolgst du mich dann? Ich verfolge dich überhaupt nicht. Ihm läuft Speichel aus dem Mund, als er spricht. Außerdem bist du derjenige, der sich in Acht nehmen sollte. Niemand kann es sich heraussehen, so mit mir zu sprechen. Und niemand wagt es mir zu drohen. Nimm sofort zurück, was du gesagt hast, oder du bist so schnell mausetot, dass sich das mit der zweiten Chance von selbst erledigt. Er schaut dich mürrisch an. Verstehst du mich? Nimm sofort zurück, was du gesagt hast, oder ich nehme dich aus. Seine Stimme bebt. Ich nehme alles zurück. War nicht so gemeint. Na gut, greifen wir ihn trotzdem an. Wir wollen schließlich hier in den Straßen ein bisschen für Ordnung sorgen. Also nicht der Ordnung halber, einfach nur, weil es für uns halt am besten ist, ein bisschen Kampfverfolgung zu bekommen und ein paar Kupferlinge. Ah, die hauen immer ab, die Feiglinge. Na, also. Was ist mit dir? Willst du deinen Freunden gar nicht helfen? Schon gut. Stirb! So. Dich auch noch. Er will gar nicht kämpfen. Komischer Schläger. Ah, ist einfach abgehauen. Schläger heutzutage. Na gut, sammeln wir alles ein, was sie dabei hatten. Und gucken uns dann weiter um. Und ein paar Münzen sind immer gut. Aber wir suchen ja eigentlich keine normalen Schläger, sondern bellende Hunde heißen die. Oh, die von Panik erfasste junge Frau rennt auf dich zu. Sie ist völlig außer Atem und Tränen strömen über ihr Gesicht. Bitte, du musst mir helfen. Bring sie auseinander, die bringen mich noch um. Oh, was ist denn los? Mein Bruder und mein Geliebter, sie streiten sich. Bis jetzt sind es nur Worte, aber gleich springen sie sich an die Gurgel. Bitte helf mir. Bring sie auseinander, bitte. Klar kann ich sie auseinanderbringen, das kostet dich aber was. Ich kann dir Klimper geben, Vollblut. 100 Kupfermünzen oder mehr, wenn du sie nur auseinanderbringst. 100 Münzen für ein kleines Gespräch? Klar. Ich werde mit ihnen reden und komme dann hierher zurück. Nur wer genau ist das? Bist du das? Das ist einer von zwei Männern, die sich anschreien und mit ihren Waffen herumfuchteln. Es sieht so aus, als ob sie sich jeden Moment in die Gurgel springen würden. Also er und der da hinten? Die stehen aber ganz schön weit auseinander. Na gut, sei gegrüßt. Der Mann, dessen Gesicht von der Anstrengung, seinem Feind Flüche entgegenzuschleudern, rot ist, wirbelt zu dir herum. Was willst du? Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin, du Schlucker? Ich würde gerne wissen, warum ihr euch streitet. Das geht dich einen Scheißdreck an, Dussel. Zieh Leine.
Deine Geliebte hat mich angefleht, euch auseinanderzubringen. Na gut, vielleicht wird er dadurch ein wenig abgelenkt. Der Mann verstummt plötzlich. Alice hat dich geschickt? Ich weiß nicht, wer du bist, Dussel. Und es ist mir ein Rätsel, wie du uns auseinanderbringen könntest. Indem ich euch beide zusammenschlage, wenn es nicht anders geht. Nein, das wäre zu direkt. Also sagen wir einfach mal, also. Alice will nicht, dass ihr euch verletzt. Könnt ihr das Problem nicht irgendwie anders regeln, ohne ihr so viel Angst einzujagen? Der Mann legt einen Moment lang die Stirn in Falten. Dann nickt er. Du hast recht, Schleife. Hier kämpfe ich, damit sie aus dem Schatten ihres Bruders rauskommt. Und auf der anderen Seite ignoriere ich ihre Bitte und mache einfach, was mir passt. Er seufzt. Ich werde unseren Streit wohl auch anders beilegen können. Freut mich, dass du es endlich einsiehst. Leb wohl. Was ist mit dir? Der Knochengerüst dieses Wesens ist eine Kombination aus Mann und Widder. Und sein Kopf ist eine Mischung aus beiden, mit einer flachen, breiten Nase, Ziegenohren und ein paar gewundene Hörner. Komplizierte Muster sind in sein schmutziges Fell geschoren. Und eine massive, vierfach geflanschte Stangenwaffe hängt von seinem Gurtwerk. Er scheint dich nicht zu bemerken. Ist das überhaupt einer der Streitenden? Er hatte gerade gesagt, dass er mit ihrem Bruder streitet. Und das sieht nicht so wie ein Bruder von ihr aus. Sei gegrüßt. Er dreht sich mit erstaunlicher Schnelligkeit zu dir um. Seine Augen sind dunkel und voller Misstrauen gegen dich. Seine Stimme ist tief und grollend, nicht ganz menschlich und hat einen schweren Akzent. Was willst du, Zweibeiner? Seine Hand ist ganz nah an der Stangenwaffe. Nichts, lass gut sein. Das war dann wohl der Falsche. Du wirst wohl ihr Bruder sein. Alice Bruder nickt dir dankbar zu. Danke dafür, dass du uns geholfen hast, unseren Streit beizulegen. Du bist ein echt anständiger Schleifer. Ach, für 100 Kupfermünzen sind wir alles, auch wenn es ein anständiger Schleifer ist. So. Vielen Dank, Schleifer, dass du sie auseinandergebracht hast. Ich hatte solche Angst, dass einer von ihnen sterben würde. Ich will keinen verlieren. Mein Bruder nicht und auch nicht meinen lieben Meth. Natürlich. Dann hätte ich jetzt gerne meine Belohnung. Natürlich. Sie nickt und löst ein angelaufenes Silberarmband von den Falten ihres Gewands. Hier, Schleifer, das ist alles, was ich habe. Aber das Leben der beiden ist es mir wert. Die Frau seufzt traurig. Dann leb wohl. Schauen wir uns das nochmal an. Ein angelaufenes Silberarmband. Na, ob das 100 Kupfermünzen wert ist, dann müssen wir mal schauen. Hier haben wir auf jeden Fall noch mehr Schläger und da haben wir Schläger einer roten Rüstung. Na gut, erstmal machen wir die hier kaputt. Gucken, ob die helfen. Nö, das ist denen ziemlich egal. Wie viele Banden gibt es hier unten eigentlich? So, nee, du läufst nicht weg. Also wir haben jetzt in der einen Gasse zwei verschiedene Banden gehabt. Die waren grün und dunkelgrün. Hier haben wir noch rot. Und dann gibt es Schläger ohne Zugehörigkeit. Erledigt. Die haben einfach braune Klamotten an. Schon gut. Ja, bisher noch keinen dieser bellenden Hunde. Die sollten ja angeblich leicht zu erkennen sein, weil sie durchgehend am Rumgrölen sind. Aber hier grölt keiner. Hier sind nur ganz einfache Schläger. Ja, ganz einfache aggressive Schläger. Ne, bleib mal schön auf demselben, der schnell stirbt. Oh, 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 apropos schnell sterben. Ah, du lauf mal da hin. So, und jetzt benutzt du schön die Bandagen. Da. Auf dich. Hoffe, das nicht wirklich viel bringt. Nein, so wollte ich das nicht. Benutzen wir gleich noch ein paar mehr. Die haben ja nicht so viel gekostet. So, und auf den da. Ich bin verwundet. Oh. Nee, nicht den. Bandage. Drei Trefferpunkte jedes Mal. Was mit der Nadel?
Die macht 6. Und schon sind die fast alle. Gut, dann sollten wir demnächst wieder auf den Marktplatz gehen und noch ein paar Bandagen kaufen. Oder besser gesagt, ein paar mehr Nadeln. Denn 3 Punkte jedes Mal noch regenerieren ist ein bisschen wenig. Ah, der haut jetzt auch noch ab zu den anderen. Und das ist noch eine neue Farbe. Na gut, sammeln wir kurz ein, was die beiden dabei hatten. Und dann speichern wir erstmal ab. So. LP 011.